Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory. Ja, in der letzten Folge haben wir hier, oder beziehungsweise habe ich diesen kleinen Fehler hier gemacht. Passiert. Und in der Folge werden wir den Cobble Generator fertig bauen. Ich habe hier schon nochmal ein bisschen was gesammelt. Zwar nicht viel, aber wenigstens ein bisschen was. Schauen wir mal, wie viel da am Ende rauskommt, damit wir wenigstens eine Bodenplatte designen können, hoffentlich. Cobblestone ist jetzt natürlich nicht das Schönste zum Sammeln aktuell, aber ja. So. Problem ist ja auch, wir sind hier eins zu tief, bedeutet, wir müssen dann nochmal eins höher am Ende. Na, jetzt ist der Spielausgang. Geil. Dann machen wir hier ein Podest hin, weil wir können dann rein theoretisch. Hier ein Loch reinmachen. Dann kommt hier Lava, läuft hier runter und hier kommt das Wasser daher. Dann tun wir hier außenrum so einen Ring designen. Jetzt brauchen wir natürlich noch dementsprechend mehr Zeug. So, da. Vielleicht der nächste Baum, perfekt. Ich hätte gern endlich mal eine gescheite Supply an Cobblestone, weil Cobblestone ist so das, was, finde ich, so eine grundlegende Sache ist. Wir müssen die Axt mal kurz nochmal Makeshift geben. Dann tun wir nochmal zwei Buckets machen. Ich bin gespannt, wie sie nachher das mit Eisen gelöst haben. Also wie gesagt, für mich ist ja dieses ganze Sky Factory schon ewig lang her und damals habe ich das dann auch gleich mit Magic gespielt. Und das ist ja eine Factory, also eher Factory-mäßig jetzt. Bedeutet, eigentlich sollte das ja dann irgendwie machbar sein. Wird es synthesized aus irgendwas oder kommen dann auch so interessante Bäume wie hier zustande, die in sich Stein tragen? Das finde ich immer noch geil, dass du Stein- und Claybäume hast. Also Claybäume kann ich mir sogar irgendwie ein bisschen vorstellen im Kopf. Aber jetzt Steinbäume, die also in sich Stein entwickeln. Kann ich mir irgendwie nicht im besten Willen in meinem Schädel vorstellen. So sehr ich mich auch anstrenge. Komm, ein Baum noch. Einer. Irgendeiner wird doch jetzt wohl noch wachsen. Du da, wachse. Du bist frei. Du hast Luft. Dafür wächst der andere. Geil. So, direkt hier noch ein bisschen was. Zack. Und da ist der nächste schon gewachsen. Geil. Okay, dann tun wir hier nämlich gleich den nächsten kleinen Typen hier platzieren. Schauen. Aber das sollte eigentlich einwandfrei funktionieren. Ich will jetzt hier auf Kobbel gehen. Nicht chiseln, ich will Kobbel produzieren. So, dann haben wir jetzt hier nochmal drei. Das macht es zu sechs. Das ist aber nicht schief gegangen. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Und rein theoretisch, also jetzt mal logisch überlegt, da wo Wasser läuft, kann ich ja, auch wenn es bescheuert ausschaut fürs Erste, aber halt nur für die erste Zeit, hier sowas verwenden, oder? Und dann geht ja hier das Loch runter, aber das hier muss ich aufmachen. Da ich ja jetzt hier genug habe von dem Zeug. Nein, das war. Oh, verdammt. Das war jetzt nicht der Plan. Wo ist der eine Cobblestone da? Da ist er. Haben wir die da hinten weg? Zeug hier noch. Okay, aber wieder rein theoretisch sollte das Wasser hier. Also sollte ich vielleicht jetzt reinhauen, ne? So, nehmen wir noch hier auf dem Weg den Rest mit, den wir hier sammeln können. Und holen uns die zwei Cauldrons. Bin ich mal gespannt. Einmal. Wie? Ich hätte gedacht, wir. Oh no, ich brauche mehr. Was? Oha, wie uncool. Wie uncool ist das denn? Ach, Mensch. Jetzt muss ich das wieder vollfüllen, oder was? Oder ist das ein Bug? Da stand doch Buckets. Bottles. Oh Gott. Scheiße. Okay, das kann nochmal kurz dauern. Fünf davon. Ah, ich brauche noch mehr von denen.
hier. Von den Eicheln. Dann seid ihr eh gleich nutzlos. Braucht doch nur 4 von denen, Mann. Das geht mir doch schon wieder auf den Nerv. Es fehlt mir echt eine von diesen blöden Dingern. Perfekter Abstand für alle 4 wieder. Komm, ich brauche nur einen, der mir ein paar Eicheln runterschmeißt. Dankeschön. Na, das ist doch schon wieder so dumm. Ich habe gerade also von echt Lava verschwendet. Ich habe jetzt da dafür einen schönen Obsidian-Block da stehen. Aber. So, okay. Nochmal schnell Koppel, weil am schnellsten geht es immer noch so. Korbel hier rein. Wassereimer. Oder sollte ich das Loch eher hier machen? Das ist gleich schlauer, ne? Warte mal. Wenn ich es mir nicht recht überlege. Ja, perfekt, danke. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass er mir wegfliegt. Ist es doch eher schlau, wenn die Lava weiter fließt. Jetzt kann ich mich hier rein doch hinstellen. Die Pickaxe. Der Obsidian-Ding ist dahinter gar nicht doof, weil jetzt kann ich einfach die ganze Zeit so weitermachen hier. Und dadurch. Oha, das ist sogar richtig geil gemacht. Warte mal. So, hier. Und dann. Zack. Stelle mich einfach hier so ganz gemütlich hin. Und warte, bis ich genug habe. Geil. So wollen wir das. Der Obsidian-Block ist gar nicht doof. Der ist echt nicht doof. Hat voll der Schutzmechanismus dahinter. Geil. Ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen drüben hin mich zu stellen. Mega cool. Mega nice. Mega nice. Mega cool. Oh, Leute, da werde ich ganz kurz angerufen. Bin gleich wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. Ich musste kurz telefonieren wegen später. Ja, ja. Schau mal. So, jetzt machen wir schnell hier noch ein paar Cobbles. Man müsste vielleicht noch optimieren, wie das ist mit. Weil jetzt aktuell fallen ja die Steine ganz gerne noch da drüben rein. In die Lava. Und von daher sollte man gucken, dass man das irgendwann optimiert kriegt. So. Ein zweistufiger Cobble Generator wäre natürlich auch genial, die halt wirklich dauerhaft so macht. So, aber okay. Das sollte jetzt erst reichen. 27 Cobblestone. Oh, ist das Leben. Ist das schön. Wir reißen die alle wieder ab. Die brauchen wir nicht mehr. So, dich bauen wir auch ab. Endlich, wir sind im Steinzeitalter. Och, schön. Schön, schön, schön. So, Essen haben wir auch noch genug. Bedeutet, wir werden jetzt die Fertified, wir machen jetzt die Clay Saplings wieder dran. Fertified kommt weg, Clay kommt her. Damit wir von denen noch ein bisschen was haben. Dann sagen wir jetzt der hier Adieu und gehen hier hin und machen uns unsere erste Steinspitzhacke. Schön. Dann geben wir der hier noch ein bisschen einen Boost. Ah, warte mal, aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil das ist ja wieder hier. Ah, das geht um einiges besser. Schau. Oh, schön. Jetzt müssen wir dann drunter nur noch einen Hopper platzieren und hier so einen Autoschläger oder so in der Art.
Dann hätte man hier den größten Auto-Generator. Oh, schön. Oh, dann im Grunde nur noch Ressourcen, weil das haben wir ja natürlich einen schönen Vorrat schon mal an. Hier, jetzt ist mir der Name wieder entfallen. Von Kobbel. Also Kobbel müssen wir uns endlich keine Sorge machen. Bedeutet, wir werden jetzt auch großteils hoffentlich aus Kobbel bauen können. Okay. So, jetzt haben wir 43 Kobbel. Das reicht doch für den Anfang. Was sagt unser Achievement-Ding hier? Craft a Bacon Sapling. Ein Donut Sapling? Craft a wooden... there is more than just normal wooden crook, aber there's another option. Higher speed, durability and special effects, okay. Hier kommt Best and Tin Man, okay. Obtain an iron ingot. Obtain iron by crafting iron amber. Use the tinker's completed melter or smelter to melt it into molten iron. And pour it into a cast and banisan. Jetzt langsam wird's interessant. Coal sapling. Yo. Mhm. Sigi. Ich behalte voll den Überblick und so. Diamond sapling. Bitte was? Ironwood. It's select. Hey Leute! Age of Farming. So, gucken wir mal. Haben wir hier irgendwas, was vielleicht interessant wäre für mich? Age of Power. Clicker Hero. Craft an Auto-Clicker Machine to click stuff for you. Batteries not included. Craft a Wireless Charger. Made for each other. Craft a nuclear craft alloy furnace to combine its items into alloys. Age of exploration, age of storage. What the fuck? Okay, so. Ich würde sagen, wir nehmen einfach zwei von denen wieder raus. Und gucken uns jetzt mal an. Hier steht ja in den Achievements unter Sky Factory 4. Eating dirt. Cook any acorns in a furnace to increase their nutrition value. Ich kann die essen? Ich kann jetzt aus dem Hardwood, aus den Steinen sozusagen auch noch Sapling. Ich gucke mir jetzt einfach die ganzen Saplings an. Sapling. Holy shit. Okay. Was bist du? Ein Diamond Sapling. Diamond Sapling braucht einen Redstone. Redstone braucht einen Coal. Und den mache ich in dem. Wie crafte ich denn den, Jungs? Okay, das war jetzt nicht der Plan. So, ich wollte gucken nach dem Sand. Sand Purified and Sand Anchors. Aber wenn ich das nicht habe. Die kriege ich auch in. Ach, guck mal. Indem ich Gravel Anchors. Okay, wie kriege ich Gravel Anchors? Durch. Gravel Saplings. Okay. Bonsai Trees. What? Fünf Stück, machen wir 10, dann haben wir 2 von den Teilen. Ich will das jetzt sehen. Ich habe hier so viel Holz, du kriegst es schon mal ein bisschen was noch. White Bonsai Trees. Forester, plants saplings and harvest logs. Oh, dafür brauche ich voll viel. Logs, Iron Ingots, Daylight Sensor, ja, die werden noch ein bisschen dauern. Würde ich mal behaupten, Quatsch. Genau, ihr habt doch den Schaden. Wie sollst du gehen?
Crafting Bonsai Tree. Dieses Bonsai Tree, das interessiert mich jetzt echt mal. Aber wir brauchen Cotton Anchors und Cotton Anchors kriege ich. Wie kriege ich so einen Wooden Essenz? Alter Leute, ich habe doch absolut keinen Plan, was ich hier tue. Ich check doch nie, was ich hier tue. Was wird denn das jetzt so? Warte mal. Zack, 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 zack. Das ist so ein Bonsai-Pad. Das will ich wissen. Was kann das Ding? Brauche ich wahrscheinlich Erde dafür, ne? Schöne, gute, alte Erde. Dann brauche ich jetzt... Oh, Mann. Wie war das mit Erde? Ich glaube, das ging auch irgendwie... So. Yep. So. Und wenn ich da jetzt, keine Ahnung, Dirtbaum reinsetze. Huch! Der wächst. Der wächst. Und zwar rasant. Hi. Kann ich das irgendwie? LOL. Okay, das ist... was entdeckt. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.